Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Heute mal wieder mit einer True Crime Story. Wer hätte es gedacht? Und zwar geht es um den Fall Charles Albright oder auch bekannt als der Eyeball Killer. Wie man dem Titel entnehmen kann, geht es heute um Augäpfel. Lecker. Wenn du dich für True Crime Stories interessierst, dann würde ich dir raten, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten schnapp dir eine Tasse Tee und vielleicht einen Snack und dann würde ich mal sagen, los geht's. Charles Frederick Albright wurde am 10. August 1933 in Amarillo, Texas geboren und wuchs in einem Waisenhaus auf. Im Jahr 1935 wurde er von Fred und Del Albright adoptiert. Seine Adoptivmutter war Grundschullehrerin und allgemein kann man sagen, dass sie eine sehr fürsorgliche und liebevolle Mutter war. Obwohl die Familie nicht viel Geld hatte, war nichts zu teuer für den kleinen Charles. Für seine Mutter stand Bildung an erster Stelle. Er erhielt zum Beispiel Klavierunterricht und Malstunden und natürlich auch von seiner Mutter private Nachhilfe. Und Charles war ein richtig, richtig guter Schüler, eigentlich mehr als das. Er hatte ein ziemlich hohes IQ. Und das zeigte sich dann auch in der Highschool, wo er dann komplett 2 Jahrgänge überspringt. Also der Junge hat wahrscheinlich eine blühende Zukunft vor sich. Eher weniger, sonst würden wir ja jetzt nicht über ihn sprechen. Während seiner Pubertät geriet er nämlich auf Abwege. Es fing mit kleineren Diebstählen an. Mal klaute er seinen Mitschülern das Pausenbrot, mal den Füller oder das Taschengeld. Mit 13 Jahren nahm man ihn dann wegen Körperverletzung fest. Er hatte einen anderen Schüler zusammengeschlagen, grundlos. So hieß es. Mit 15 verließ er dann die Highschool. Er hatte einen regulären Abschluss in der Tasche, aber angesichts von Charles hohen IQ war das Abschlusszeugnis eher eine Enttäuschung, denn die Noten reichten nicht für eine Zulassung an den guten Unis. Was kann Charles da machen? Genau, er fälscht kurzerhand sein Zeugnis und daraufhin nahm ihn die Texas State University auf. Dort studierte er dann auf Lehramt. Auf dem Campus war er in verschiedenen Vereinen tätig. Er war unter seinen Kommilitonen beliebt, aber manchen fiel auch auf, dass er gerne mal prahlte und in seinen Erzählungen häufig mal übertrieb. Vorzugsweise, wenn es um seine angeblichen Bettgeschichten ging. Einige ehemalige Mitstudenten behaupteten, dass das Lügen sei ihm zur zweiten Natur geworden. Sofern er etwas mal haben wollte, sei er rücksichtslos vorgegangen. In Fächern, die ihm lagen, brachte er natürlich hervorragende Leistungen, aber in anderen griff er dann auf alte Gewohnheiten zurück. Er fälschte zum Beispiel die Noten auf seinem Zeugnis und klaute die Aufgaben von Klausuren. Und dann hatte es da zu Charles Unizeit noch einen Vorfall gegeben, der mit Augen zu tun hat. Charles' damaliger bester Kumpel hatte sich damals von seiner Freundin getrennt. Er hatte alle Fotos von den beiden damals in den Müll geschmissen. Eines Tages kam er in seine Studentenbude zurück und erlitt den Schock seines Lebens. Überall an den Wänden und an der Decke und auch im Bad, überall hingen Fotos von seiner neuen Freundin. Irgendwer hatte allerdings auf jedem Bild die Augen der Frauen mit einem anderen Augenpaar überklebt. Und der Freund erkannte diese Augen wieder, denn es waren die auffälligen, mandelförmigen Augen seiner Ex-Freundin. Und das war natürlich ein gruseliger Anblick. Und ihm fiel nur eine Person ein, der er solch eine Aktion zugetraut hätte. Und zwar Charles. Was man natürlich als albernen Streich sehen kann. Aber die Frage ist doch eher, wer kommt auf so eine Idee und gibt sich dabei so viel Mühe. Es dauerte nicht mehr lange und Charles flog dann schließlich aus der Uni. Er hat es einfach mit den Diebstählen übertrieben. Er hatte also keinen Abschluss in der Tasche. Und was tut er da? Vielleicht nachholen oder sich an einer anderen Uni bewerben? Nope. Er drang ins Sekretariat der Uni ein und fälschte ein Diplomzeugnis und stahl noch ein paar Dokumente, mit denen er dann seinen Abschluss nachweisen konnte. Warum es einem so schwer machen, wenn es auch einfach geht? Charles selbst behielt nie wirklich lange denselben Job. Er war in den darauffolgenden Jahren als Illustrator, Grafikdesigner, Künstler, Friseur und Schreiner tätig. Also alles eher handwerkliche Berufe. Sein Motto war es, sich einfach durchs Leben zu schummeln. 1981 starb dann seine Adoptivmutter. Auf dem Totenbett berichtete sie Charles von seiner leiblichen Mutter. Sie sei angeblich eine brillante Jurastudentin gewesen. Daraufhin hatte Charles wohl versucht, mit seiner leiblichen Mutter in Kontakt zu treten, aber man konnte nicht ermitteln, wie dieses Treffen wirklich verlief. Charles erzählte auf jeden Fall danach herum, dass seine Mutter eine Prostituierte sei.
Er hatte sich so auf jeden Fall gegenüber Bekannten geäußert. Man fand aber keinerlei Beweise für diese Behauptung. Im selben Jahr, als seine Adoptivmutter starb, belästigte Charles dann die 9-jährige Tochter eines befreundeten Ehepaars sexuell. Die Eltern zeigten ihn daraufhin an und vor Gericht bekannte er sich sogar schuldig. Er kam aber mit einer Bewährungsstrafe davon. Was absolut schockierend ist. Und ganz kurz, das haben wir auch im Fall von Stephen Stainer gesehen, wo dieser eine Typ 2 Kinder entführt und missbraucht hatte und dafür nur 7 Jahre bekommen hat. Ich meine, dafür, dass die USA in einigen Bundesstaaten noch die Todesstrafe hat, wird mit dem Thema Entführung oder generell Kindesmissbrauch viel zu locker umgegangen. Das ist einfach wirklich nur beschämend und muss sich ändern. Nicht, dass ich sage, dass dafür die Todesstrafe geben soll. Ich meine, wenn man sich so überlegt, für Autodiebstahl oder Steuerhinterziehung gibt es einfach locker 10, 20 Jahre und dann für so etwas 7. Oder auf Bewährung frei. Naja, komm runter. Von nun an galt er als vorbestrafter Sexualtäter. In dieser Zeit suchte er auch oft häufiger Prostituierte auf. Und die kostenspieligen Besuche finanzierte er vermutlich aus seiner Erbschaft. Sein Vater, also sein Adoptivvater, war kurz nach seiner Mutter gestorben. Eine Sache ist vielleicht auch wichtig zu benennen. Eines seiner Hobbys war es nämlich als Junge, Tiere, die er im Wald mit seinem Vater erschoss, auszustopfen. Dabei half ihm auch seine Mutter, sich mit dieser Materie vertraut zu machen. Charles nahm auch an Wettbewerben teil und brachte es sogar bis zu den Meisterschaften im Präparieren von Tieren. Seine bevorzugten Objekte waren Vögel. Seine Adoptivmutter saß immer neben ihm, wenn er geduldig die Arbeit ausführte und trieb ihn zu immer größeren Perfektion und zur äußersten Präzision. Doch bei einer Sache war seine Mutter dann doch zu geizig. Und zwar kaufte sie in einer Kurzwarenabteilung schwarze Knöpfe anstatt echte Glasaugen, wie Charles sie lieber gehabt hätte für diese ausgestopften Tiere. Vermutlich eine eher größere Enttäuschung für den kleinen Charles und vielleicht der Ansporn, später sich diesen Traum verwirklichen zu können. Wer weiß. Am 13. Dezember 1990 wurde Mary Lou Pratt, eine 33-jährige bekannte Sexarbeiterin, im Viertel Oak Cliff von Dallas tot aufgefunden. Sie war halbnackt, ihr wurde mit einer Pistole vom Kaliber 44 in den Hinterkopf geschossen und sie wurde davor noch schwer verprügelt. Das ist schon schrecklich genug, aber der Täter setzt noch einen drauf, denn dem Opfer wurden beide Augen entnommen. Der Gerichtsmediziner berichtete, dass der Mörder beide Augen mit chirurgischer Präzision entfernt und mitgenommen hatte. Der Täter war bei dieser Operation äußerst präzise vorgegangen und verstand mit ziemlicher Sicherheit etwas von chirurgischen Eingriffen. Die Beamten konnten nirgendwo die Augäpfel finden. Deshalb nahmen sie an, dass der Mörder sie als so eine Art Trophäe mitgenommen hatte. Am 10. Februar 1991 wurde Susan Beth Patterson, eine 27-jährige Prostituierte, ebenfalls in der gleichen Straße wie Mary Pratt aufgefunden. Sie war ebenfalls halbnackt und wies 3 Einschusslöcher in ihrer linken Brust und im Hinterkopf auf. Es wurde festgestellt, dass auch ihre Augen entfernt wurden. Und wenn so etwas Bizarres noch einmal passiert, geht man natürlich von einem Serientäter aus. Der Täter hatte den Eingriff erneut mit nahezu hervorragender Präzision vorgenommen. Zudem ergab die Untersuchung, dass Susan mit der gleichen Munition getötet worden war wie zuvor Mary. Außerdem wurden die Schnittkanten näher untersucht, die in den Augensockeln zurückgeblieben waren, und man fand heraus, dass der Täter ein Schablonmesser für den Eingriff benutzt haben muss. Solche Messer verwendeten in der Regel eher Grafiker, wenn sie mit Papier oder Karton arbeiteten. Grafiker? Was die Vorgehensweise des Täters betraf, fiel den Kriminalbeamten nur ein einziger nennenswerter Unterschied auf. Der Mörder hatte Mary nämlich mit einem gezielten Schuss in den Hinterkopf hingerichtet. Auch bei Susans Leiche fand sich solch ein aufgesetzter Schuss am Hinterkopf, aber der Killer hatte dieses Mal insgesamt 3-mal geschossen. Jeder der Schüsse war tödlich, also ein klassischer Overkill. Man ging also davon aus, dass der Täter wütend gewesen war oder sowas ähnliches. Susan hatte bei der
der Army gedient und sie ließ sich generell von niemandem wirklich etwas sagen. Man vermutete deshalb, dass Susan dem Mörder unerwartet Widerstand geleistet und ihn damit in Wut versetzt hatte. Hat wahrscheinlich ein bisschen an seinem Ego gekratzt. Mörder, die ihren Opfer die Augäpfel herausschnitten, hatte es in den USA bis dahin noch nicht gegeben. Deshalb baten die Ermittler die Kollegen vom FBI bereits nach dem zweiten Mord um eine Fallanalyse. Und so kam es dann auch zu einem Täterprofil. Der Profiler ging in seiner Analyse davon aus, dass der Mörder vermutlich ebenso wie seine ersten beiden Opfer ein Weißer war, der in Oak Cliff lebte. Wahrscheinlich hatte er Naturwissenschaften studiert oder als medizinisch-technischer Assistent in einem Labor gearbeitet. Auf jeden Fall war er irgendwann einmal in einem Bereich tätig, in dem er die menschliche Anatomie von der praktischen Seite kennengelernt hatte. Der Täter besaß Übung, so viel stand fest. Niemand las ein paar Bücher und trennte dann so fachgerecht die Augäpfel heraus. Und wenn ja, dann ist das schon bemerkenswert. Der Psychologe mutmaßte weiterhin, dass der Mann Mitte 30 und körperlich hervorragende Verfassung war. Er wurde von seinem sozialen Umfeld respektiert und galt keineswegs als ein Einzelgänger oder Außenseiter. Der Augapfelkiller bzw. Eyeballkiller, das hört sich ein bisschen cooler an, mordete aus Lust am Töten. Er war ein Sadist. Nach der Erfahrung des FBIs teilten alle sadistischen Sexualstraftäter eine Gemeinsamkeit. Und zwar hassten sie Frauen. Und zwar ausnahmslos alle. Frauen waren für sie das unterste Maß, ja. Das schloss auch die eigenen Freundinnen, Ehefrauen sowie Mütter ein. Die Art und Weise wiederum, wie der Täter seine Opfer beseitigt hatte, gab auch Aufschluss über seine Motive. Er hatte nicht einmal ansatzweise versucht, seine Verbrechen zu verbergen. Für ihn stellten die Toten Siegestrophäen dar. Er zeigte sich stolz her, auf der Straße, wo jeder sie sehen konnte. Aber die Leiche musste er hergeben. Die Augen der Opfer hingegen konnte er behalten. Das waren seine persönlichen Trophäen. Gleichzeitig belebte er hinter geschlossenen Türen, wenn niemand zusah, mit ihrer Hilfe die Erinnerung an das Geschehen und den unbeschreiblichen Kick, den er beim Töten fühlte. Tag für Tag aufs Neue. Allerdings würde dieses Gefühl schwächer werden und er würde ein weiteres Verbrechen planen, um dieses Gefühl in voller Intensität erneut spüren zu können. Und dazu kommt es auch leider Gottes. Am 18. März 1991 meldete ein Lehrer einer Grundschule den dritten Leichenfund, den man der Mordserie zurechnen kann. Die Tote lag auf der Straße, unmittelbar vor dem Schulgebäude. Vor einer Grundschule, wo so Erstklässler und so rumlaufen. Der Frau waren ebenfalls beide Augäpfel entfernt worden. Der Mörder hatte sie mit einer Revolver Kaliber 44 erschossen. Aber es gab in diesem Fall auch gravierende Unterschiede zu den vorherigen Morden. Das Opfer war die 41-jährige Shirley Williams, eine Afroamerikanerin. Mary und Susan waren Weiße gewesen. Laut der Fallanalyse des FBIs passte dies nicht zusammen. Serienmörder suchten sich ihre Opfer immer innerhalb einer Ethnie. Das war so bis dahin eine gängige These der Abteilung gewesen. Da wusste man noch nicht, dass viele Serienmörder sich nicht an solch theoretischen Kram hielten. Auch Shirley muss den Täter in Rage versetzt haben. Doch dieses Mal war die Gewalt noch weiter eskaliert als im Fall von Susan. Bevor der Mörder Shirley tötete, hatte er ihr Gesicht mit heftigen Schlägen malträtiert. Ihr Kopf war übersät mit Blutergüssen und die Nase war gebrochen. Anschließend hatte der Täter Shirley frontal in die Stirn und ins Gesicht geschossen. Sein bisheriges Markenzeichen, der aufgesetzte Schuss am Hinterkopf, fehlte diesmal. Aber den gravierendsten Unterschied zu den übrigen Fällen der Mordserie bemerkte der Gerichtsmediziner, sobald er die ausgehöhlten Augenpartien genauer untersuchte. Zuvor war der Serienmörder bei der Entfernung der Augäpfel fachkundig vorgegangen. Aber bei Shirley hingegen hat er offensichtlich wild herumgeschnippelt und gestochert. Dabei war die Klingenspitze des Schablonenmessers abgebrochen und im Jochbein stecken geblieben. Das will ich mir nicht vorstellen. Nach der Ermordung von Shirley Williams meldeten sich zwei ihrer Kollegen bei der Polizei. Eine der beiden Frauen führte die Polizeibeamten an den mutmaßlichen Tatort, an dem der Mörder Shirley getötet hatte. Die Polizei konnte dort eine Reihe von Spuren sichern, die später im Prozess eine wichtige Rolle spielen. Die zweite Prostituierte berichtete von einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einem Kunden, die sich kurz zuvor zugetragen hatte. Die Zeugin wirkte glaubwürdig und
konnte den Angreifer sehr präzise beschreiben, sodass die Polizei ein Phantombild anfertigen ließ und es dann an die Öffentlichkeit brachte. Eine Anruferin, die sich daraufhin bei der Polizei meldete, weil sie den Mann auf dem Bild wiederzukennen glaubte, lieferte dann einen konkreten Namen. Und zwar Charles Albright. Wer hätte das gedacht? Charles, Mensch, was machst du? Charles sei ihr Ex-Geliebter gewesen, äußerte sich die Frau gegenüber dem Polizeibeamten am Telefon. Sie berichtete von seinen seltsamen sexuellen Vorlieben und seinem Kontrollwahn, der nah an Stalking grenzte. Eine erste Überprüfung ergab, dass Charles Albright bereits vorbestraft war und als verurteilter Sexualstraftäter galt. Die Ermittler legten dann den Augenzeugen die Fotos mehrerer Männer vor, darunter auch von Charles. Und die Frauen mussten nicht lange nachdenken und hatten keinen Zweifel und waren so wie das. Das ist der Mann, der liebe Charles. Auch andere Prostituierte aus dem Rotlichtbezirk waren sich sicher, dass sie Charles Albright in Oak Cliff häufiger auf dem Straßenstrich gesehen hatten. Daraufhin durchleuchtete die Polizei das Leben von Charles und befragte die Menschen in seinem Umfeld. Alle Freunde, die die Polizei befragte, verhielten sich jedoch loyal zu dem Verdächtigen. Charles, ein Killer? Absurde Vorstellung. Seine Bekannten beschrieben ihn als charmant. Charles konnte schnell Menschen für sich gewinnen und er galt als großzügig und freundlich. Viele Eigenschaften des Verdächtigen passten einfach nicht zum Profil eines Serienmörders. Aber wann tun sie das schon, wenn wir ehrlich sind? Die Ermittlungsbeamten erwirkten dennoch einen Haftbefehl gegen Charles und einen Durchsuchungsbeschluss für sein Haus und Auto. Am 22. März 1991 wird er dann schließlich verhaftet. Denn bei der Durchsuchung wurden die Beamten fündig. Unter anderem fand man eine Revolver Kaliber 44 und einen Satz Schablonmesser in seinem Haus. Zudem fand man Kondome von derselben Marke, wie sie vom Täter neben zwei Opfern auffällig platziert worden waren. Das Kriminallabor konnte aber weder bei der Schusswaffe noch bei den Messern nachweisen, dass es sich bei diesen Gegenständen um die gesuchten Tatwerkzeuge handelte. Also bis jetzt gibt es noch keine handfesten Beweise. Aber jetzt wird es ein bisschen juicy. Und zwar wurde im Staubsaugerbeutel von Charles Haarsträhnen gefunden, die mit dem Haar von Shirley Williams übereinstimmten. Sechs weitere Haare wurden auch in seiner Wohnung entdeckt. Außerdem wurde auch ein Haar von Charles in einer Wunde im Gesicht von Shirley festgestellt. Also sie hatte quasi ein Haar von Charles in einer ihrer Wunden. Des Weiteren wurden drei Kopfhaare in seinem Pickup gefunden, die man Susan und Mary zuordnen kann. Der Staatsanwalt klagte Charles schließlich lediglich des Mordes an Shirley Williams an. In den beiden anderen Fällen war die Beweislage einfach zu dünn. Aufgrund der unterschiedlichen Verstümmelung der Augenpartie hätte die Verteidigung jederzeit behaupten können, dass die Taten nicht von demselben Täter begangen wurden. Zudem fehlte nach wie vor die Tatwaffe, mit der die Opfer erschossen worden waren und das Messer, mit dem die Mörder die Augäpfel entfernt hatte. Zudem argumentierten seine Anwälte, dass es wissenschaftlich nicht möglich sei, ein Haar einer bestimmten Person mit hundertprozentiger Sicherheit zuzuordnen. Also die Anklage stand schon generell auf wackeligen Beinen. Die Geschworenen waren nach der Verhandlung wohl überzeugt davon, dass Charles durch und durch kriminell veranlagt war. Sie hegten aber begründet zwei will, dass er Shirley Williams vorsätzlich ermordet hatte. Die Anklage hatte dafür keine plausiblen Beweise vorbringen können. So konnte man nicht ausschließen, dass Shirley und Charles in Streit geraten waren und Charles im Affekt möglicherweise getötet hatte. Das Gericht verurteilte den Angeklagten daraufhin zu einer Strafe von 5 Jahren bis lebenslänglich. Das bedeutet, er durfte nach 5 Jahren erstmals einen Antrag auf vorzeitiger Entlassung stellen. Bis heute hat die zuständige Kommission allerdings jedes dieser Anträge abgelehnt. Charles Albright sitzt nach wie vor im Gefängnis in Texas ein. Das war's mit dem Fall Charles Albright. Ich hoffe, es hat euch gefallen, beziehungsweise ihr fandet es interessant. Wenn es so war, würde es mich mega freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und mir einen Daumen hoch dafür geben würdet. Und ansonsten schaut euch auf jeden Fall mal meine anderen True Crime Stories an. Da! Und dann würde ich mal sagen, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.